Es gibt Menschen, die sagen, wer Visionen hat, wer große Ziele hat, nun, der soll zum Arzt gehen. Ich heute sage genau das Gegenteil. Ich sage dir, wenn du keine großen Ziele dir setzt, nun, dann geht Sinn in deinem Leben verloren. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr viele hundert Menschen dabei, sich Ziele zu setzen und die zu erreichen. Sei es als Selbstständiger, Unternehmer oder schließlich als Investor. Und all diese Menschen unterscheiden sich dadurch, dass sie unterschiedliche Ziele haben. Und die Frage, die ich jetzt an dich stellen möchte, haben unterschiedliche Ziele möglicherweise etwas zu tun mit unterschiedlichen Ergebnissen? Nun, die Natur macht es uns vor. Nun, dir wird klar sein, wenn du jetzt drei gleiche Pflanzen hast, kleine, junge Triebe, und du setzt die in die drei verschiedenen Blumentöpfe rein. Das ist meine Frage an dich. Was glaubst du, welcher dieser drei Pflanzen, wenn das Bäume beispielsweise sind, Kürbisse sind, welche wären wohl am größten? Nun, du hast recht. Die Rahmenbedingungen, in denen ein Organismus sich entwickelt, die bewirken, beeinflussen auch die Größe. Wenn du also nur kleine Ziele hast und einen kleinen Glauben und dazwischen noch eine kleine Vorstellungskraft hast, nun, wie werden dann deine Ergebnisse? Die werden klein. Dein Unternehmen wird klein, Umsätze werden klein, dein Kundenkreis wird klein, deine Einnahmen werden klein, deine Gewinne werden klein, alles ist hübsch klein, wie der Blumentopf auch klein ist. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass du dir nicht nur einen großen Blumenkübel, Blumentopf beschaffst, sondern dass du regelmäßig auch dafür sorgst, wenn die Pflanze jetzt hier gewachsen ist, richtig groß geworden ist und die Ressourcen ausgefüllt hat, dass du dir dann darüber Gedanken machst, wie du diesen Topf auch weiter vergrößern kannst. Der menschliche Geist ist so ausgelegt, dass er immer weiter wachsen kann, dass es kein Ende, kein Limit der Entwicklung gibt. Dafür habe ich bereits andere Videos gemacht zum Thema Lernen. Das bedeutet, setze dir heute als erstes möglichst große Ziele, die vielleicht sogar größer sind, als du dir vorstellen kannst. Das ist die erste Regel. Die zweite wichtige Regel ist, und das machen viele Ehepaare falsch, die sich bei Beginn ihrer Ehe dazu entschließen, sich Ziele zu setzen, ein Haus zu bauen, Kinder zu haben, Autos zu haben, beruflich erfolgreich zu sein. Und dann haben sie nach 20 Jahren all das erreicht und plötzlich bewegen sie sich auseinander. Warum? Weil sie vergessen haben, sich neue, vielleicht andere, vielleicht größere Ziele zu setzen, um dann wieder gemeinsam in Richtung dieser Ziele zu gehen. Und das passiert nicht nur Ehepaaren, das passiert auch Gesellschaften, das passiert Unternehmen, Vorständen. Auch dir vielleicht als Inhaber wirst du vielleicht in 20 Jahren vergessen, dir nächsten Ziele zu setzen. Und du hast gar nicht gemerkt, dass du all deine alten Ziele erreicht hast. Die Motivation geht runter. Du stagnierst und in der Wirtschaft gibt es keine Stagnation, denn du wirst überholt von den Mitbewerbern, die sich Ziele gesetzt haben und dein Unternehmen geht runter. Es ist also für dein Überleben des Unternehmens zwingend erforderlich, dass du dich weiterentwickelst. Deshalb machen alle erfolgreichen Unternehmer regelmäßige Meetings und Sitzungen, Visionstage und Abende, um ständig für das nächste Jahr sich neue Ziele zu setzen. Und dazu lade ich dich ein, dich heute hinzusetzen, deine Ziele für dieses Jahr zu machen, für die nächsten 3, für die nächsten 5, für die nächsten 7 Jahre, für die nächsten 10 Jahre und übe dich daran, auch für die nächsten 10, 20, 30, 70 Jahre Gedanken zu machen und Ziele zu setzen. Die Profis in der Zielsetzung, die planen nicht nur 50 oder 70 Jahre, die planen 100, 300 und 500 Jahre in die Zukunft, weil sie wissen, dass die Saat, die sie heute ausbringen, in ihre Firma, in ihre Mitarbeiter, in die Firmenvision, die nächsten 100, 200, 300 Jahre beeinflussen können. So wie es Daimler und Benz gemacht haben, die schließlich eine Firma gegründet haben, die heute noch dein und mein Leben beeinflussen kann. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, wie ich meine Familie aufbaue, Kinder und Kindeskinder erziehe, das beeinflusst auch dein Leben, denn dein Sohn, deine Tochter könnte auch mal Bundeskanzler, Präsident werden oder Unternehmer werden. Also wenn du richtig mutig bist, dann setzt dir auch Ziele für ein paar hundert Jahre, nicht nur für heute und morgen. Und die zweite wichtige Regel ist, bau dir ein System auf, wo du immer wieder kontrollierst, welche Ziele du bereits erreicht hast. Und weil du jetzt ab heute auch weißt, dass deine Motivation, dein Wachstum davon abhängig ist, wieder ein größeres Ziel zu setzen, den Blumentopf auszutauschen, zu vergrößern, achte darauf, dass du dir dann immer wieder neue Ziele setzt. Und am besten geschieht das, wenn du dir eine Rechenschaftsperson suchst, einen Mentor, einen Coach, einen Freund, einen Geschäftspartner, mit dem du dich regelmäßig triffst und der die Fragen dazu stellt, ob du dein Ziel erreicht hast und was das nächste nun ist.
Wenn du Unterstützung brauchst bei deiner unternehmerischen Zielsetzung und Umsetzung und Controlling und bei der Entwicklung deiner Vorstellungskraft, nun, da kannst du auch gerne den folgenden Gutschein gleich nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Mein Team und ich, wir helfen dir gerne dabei, deine Ziele zu setzen und vor allen Dingen auch zu erreichen. Und gerne freuen wir uns jetzt über deinen Like, über dein Abonnement und sehr gerne auch über deine Weiterempfehlung. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.